Hoppala, da bin ich ein bisschen groß. Das will ich niemandem antun. Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut durch diesen Donnerstag gestartet. Die Märkte heute relativ freundlich, wenn wir mal so durch die Liste gehen. Sehr viel grün, Bitcoin plus 2% konnte sich die 40.000-Dollar-Marke erklimmen. Und wie wir es heute Morgen im Video besprochen haben, haben wir sehr, sehr genau diesen 40.200-Dollar-Bereich angetestet. Damit will ich mich nicht rühmen. Das kann und will und soll ich nicht. Dafür mache ich auch genug Mist. Aber viel wichtiger ist, dass die Systematik, die wir hier in den Videos besprechen, Anwendung findet. Das ist auch gut so. Wer da schon drin ist, konnte möglicherweise mit dieser Kerze bereits schon hier, ich glaube, über 1000 Dollar mitnehmen, auf den Coin-Wert gesehen. Mehrere Prozente entsprechend. Aber wir haben uns jetzt langsam wieder hochgekämpft. Wir haben auch bereits schon das höhere Hoch gebildet. Und das ist nicht verwunderlich, denn wenn wir eine große Kerze in Strukturrichtung bekommen, dann sehen wir, dass diese große Kerze in Strukturrichtung hier die Gegenwehr bekommen hat. Bedeutet, es hat sich ordentlich Volumen geprintet. Was bedeutet, da kamen Verkaufspositionen rein, die ihren Stop-Loss selbstverständlich über das hochlegen sollen. Was passiert? Da kommt der Markt rein und fischt sich die Liquidität. Jetzt wird es entsprechend umso spannender, ob diese Liquidität, die da in den Markt kam, jetzt mit ein bisschen Volumen dann auch weiter nach unten gedrückt wird, sodass wir tatsächlich weiter den Turnaround nach unten hinbekommen. Also, es sieht so aus, als wenn wir möglicherweise, wie wir es besprochen haben, erstmal ein bisschen seitwärts laufen. So diese direkten Absturz nach unten, da haben wir gesagt, das ist eher unwahrscheinlich, hat sich jetzt auch sehr, sehr schön bewahrheitet. Wir haben eher gerade eine Seitwärtsbewegung beziehungsweise doch schon eine deutliche Erholung. Nichtsdestotrotz sehen wir sind natürlich durch die tieferen Hochs und die tieferen Tiefs weiterhin noch in einer Abwärtsbewegung. Würde jetzt aber ganz, ganz großes Augenmerk auf den EMA 200 legen, auf H4. Warum? Weil dieser Preisbereich sehr, sehr spannend ist, wenn wir über die Ineffizienzen sprechen, die hier entstanden sind im Laufe der letzten Bewegung. Wir sehen einmal hier, dass wir beispielsweise dieses höhere Tief gebildet haben auf Schattenbasis, ja, und hier diesen Bereich angetestet haben. Und den sogar zweimal. Das heißt, wir haben hier so eine minimale Ineffizienz des Marktes, welche jetzt vor allem mit dieser Aufwärtsstruktur gefüllt werden könnte. Das heißt, im Bereich der 40.800 bis 40.900 Dollar ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Möglicherweise füllen wir den und machen entweder die Kehrtwende oder wir gehen sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Und wir sehen hier oben sind sehr, sehr große Dochte nach oben mit, ich würde sagen, so schon leicht erhöhtem Volumen, was durchaus auch bedingen kann, dass wir uns auf die 43k mittelfristig nochmal hochbewegen. Sollten wir das tun, würden wir aber dennoch damit die Liquidität vielleicht hier oben abgreifen und die Abwärtstendenz weiter stützen. Also weiterhin sind wir hier relativ short gerichtet, auch mit der kurzfristigen Erholung bleibt einfach diese mittelfristige Perspektive einer Abwärtsbewegung nicht quasi außerhalb. Also sie bleibt weiterhin aktiv und die ist auch die wahrscheinlichere Variante. Kurzfristig haben wir Potenzial, auf die 41k zu springen, beziehungsweise auf die 41.200-Dollar-Marke, wodurch wir dann auch hier in dem Bereich diese Ineffizienz geschlossen hätten, würden hier das Volumen abgreifen, die Liquidität und dann möglicherweise nach unten fallen. Ist das nicht der Fall, werden wir sofort nach unten gehen, dann warten wir letztendlich, bis hier das Retail-Geld nochmal gesammelt wird, bis hier eine leichte Konsolidierung stattfindet und der nächste Impuls dann hier unten auf die 38 landet. Und wenn wir nochmal runterkommen, ja, dann haben wir darüber gesprochen, dann sind die 36k zum Greifen nah. Also es spricht weiterhin vor allem auch so volumentechnisch im Kontext des Marktes, auch für Abwärtsbewegungen, trotzdem vor allem auch, weil der Dollar zumindest so, ja, ich sag mal, der hat halt heute nochmal ordentliche Sätze nach oben gemacht, aber jetzt langsam zeigt, dass vielleicht eine kleine Korrektur denkbar ist, dass hier mal vielleicht irgendwie so ein bisschen das Momentum rausfällt. Eine kleine Korrektur. Und wenn der US-Dollar ein bisschen schwächer wird, ist das eher positiv für die Indizes zu bewerten. Und wenn es den Posi, also wenn es den Indizes relativ gut geht, dann ist das natürlich deutlich, deutlich besser für Bitcoin und Co. und die Gesamtgruppe. Das ist von meiner Seite aus gewesen. Ein kurzes, knackiges Update. Wünsche einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.